hinter dem Froschteich. Hui! Los geht's! Und... Ich laufe jetzt so durchs Level und schaffte es höher zu springen, wenn... Was? Dafür hält man den Finger auf der Taste. Damit der Schwanz sich spannt und lässt zum richtigen Zeitpunkt los. Sehr gut. Warte, hä? Welche Taste jetzt? Aha! Was? Whee! Oha! Und zack! Aha! So geht das. Ja! Oh, wow! Ja! Scheiße, ist fast knapp. Und ja! Ah, schön. Oh, schneit! Kann ich... Komm, ich guck mal da runter. Ich sterb bestimmt. Nein! Oh, das ist ein Bild. Ja! Lass mal hier rüber. So. Ah, das ist schon schön, das Spiel. Ganz ehrlich. Zahnpasta habe ich als Kind ab und zu zum Abend gegessen, um nicht am nächsten Tag in die Schule zu müssen. Was? Davon kriegt man Fieber. Was machst du denn, Diara? Aha. Aha. Fieber habe ich davon nie gekriegt. Ach, scheiße. Das war dann... das war's komplett. Aber ja, es ist auf jeden Fall ungesund. So. Solche Tricks hast du also immer gemacht. Vielleicht ein interessantes, spannendes Thema. Habt ihr öfters mal irgendwas getrickst, sodass ihr nicht in die Schule musstet? Ich glaube, ohne Scheiß. Das hat doch jeder schon gemacht. Oh, die Kiste geht unter. Irgendwas, dass man nicht in die Schule muss. Irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas simuliert oder... I don't know. Hat doch jeder schon, ne? Das klingt auch. Ich nicht, ich ging gerne in die Schule, ich war beliebt. Darum ging es ja nicht, geht's ja nicht mal insgesamt, Krudon. Das klingt ja. Ah ja. Gar nicht selbstverliebt oder so, keine Ahnung. Ich war beliebt, ja, Mann. Ja, man hat einfach auch mal keinen Bock oder so. Was ist echt täglich? Das ist aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Nee, selbst ich, ganz ehrlich. Hab auch schon mal irgendwas. Oha. Gesagt von wegen. Dass ich eben nicht in die Schule muss oder so. Vielleicht auch. Habe ich das sogar nicht mal auch zum Test gemacht oder so? Ich weiß es nicht. Nee, habe ich das mal gemacht? Habt ihr das gemacht? Extra für den Test geschwänzt quasi? Froschteich zu überqueren? Ich muss das eigentlich lesen, lol. Damit man noch einen Tag zum Beispiel einen Tag mehr zum Lernen hat, zum Beispiel. Zu fix. Oder wenn man auf so irgendeinen Unterricht gar keinen Bock hat oder auf irgendeinen bestimmten Lehrer. Halt auf irgendeinem bestimmten Unterrichtsstoff, irgendein Scheiß, du weißt genau, an dem Tag ist das und das. Da hast du einfach... Willst du nicht. Absolut nicht. Dann habe ich schon irgendwie mal was gemacht von wegen, ja, keine Ahnung. Aber auch nicht oft. Wenn ich gefehlt habe, dann war ich halt meistens wirklich krank. Und das passiert bei mir ja auch dann öfters.
Aber ja, doch, Schwänze hatte ich schon auch. Und ich weiß auch, dass ich trotzdem auch mal eine kurze Zeit hatte. Da habe ich mich tatsächlich auch nicht wohl gefühlt in der Schule. Irgendwie vierte Klasse, glaube ich, oder? Ich glaube, es war die vierte. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was da genau war, aber ich wollte da gar nicht in die Schule. Da habe ich mich unglaublich unwohl gefühlt. Ich habe dann irgendwie tatsächlich eine Woche oder so geschwänzt oder so, keine Ahnung. Da habe ich zu viel geschwänzt tatsächlich. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich mich nicht wohlfühle, keine Ahnung. Gar nicht gut. Aber ich weiß, irgendwas war da. Und ja. So. 80 Honigtöpfe. Man muss verrecken, nicht in Schule, wie tut man alles. Wenn man Angst vor der Schule hat, erst recht. Oh je, wieso hattest du denn Angst vor der Schule, wenn ich fragen darf? Musst du dich erzählen? Aber das klingt ja gar nicht toll. Wow, Hilfe. Die 48? Angst vor der Schule. Hatte ich jemals Angst? Wirklich? Nee, ne? Warum hörst du auf zu springen? Verdammt! Jetzt bin ich gestorben. Nee, Angst nicht, aber ich hatte immer so... Ich war wegen irgendwas unwohl gefühlt, und zwar sehr... Ich ging immer in die Schule, noch nie geschwätzt oder so. Ich war Klassenclown Nummer 1 und viele haben es gefeiert. Ich war gut, hab nur 1 oder 2 geschrieben. Ja, das ist ja auch gut. Ja, ich hatte auch eine Klassenclown-Phase. Und das hat man gefeiert gehabt. Oh, Pubia! Oh, sein Denkkreis! Denk. Sag mal, suchst du was, Pubia? Ich glaube, ich habe meinen Regenschirm verloren und den dürfen die Bienen noch nicht entdecken. Die dürfen die Bienen nicht, okay. Wenn du meinen Regenschirm zufällig siehst, bring ihn rüber und so. Ja, mach ich. Tschüss. Na, wie schön. So süß, die Kröten. Hui. Ah, es ist so knuffig. Ja, hier gehe ich mal runter. Hahaha. Und da haben wir nämlich einen Geheimweg. Sehr schön. Lol, dieses Bild. Nee, ich war eigentlich... Also ich hatte eine Phase, ich war voll gut in der Schule. Da habe ich auch 1er. Da habe ich 2er geschrieben. In Deutsch hatte ich viele 1er. Aber sonst, ich war eigentlich so ein Durchschnittsschüler. So mit 3ern und so. Quasi 3er, 4er, sowas. Ich war tatsächlich eher so eine eigentlich insgesamt. Insgesamt. Und Mathe bin ich richtig abgelost, ganz ehrlich. Das gebe ich auch zu. Obwohl es echt manchmal... Uff. Aber ich habe eine fette 5 im Abschlusszeugnis in Mathe. Ich bin absolut scheiße in Mathe. Das ist einfach... So. Da war ja gar nichts drin, oder bin ich blöd? Haben wir jetzt Honigtöpfe gesammelt? Hä? War da irgendwas? Heia! Oh, das bisschen Schnee, was da so ist, ist so süß. Voll schöne Level. Oh. Oh. Oh Gott, viel zu weit. Oha. Jups. Wow. Wow. Was geht hier ab? Ein Schneemann, aber der ist nicht echt, oder? Soll der echt sein? Warum ist der aus... Der sieht aus Pappe aus. Der ist so zweidimensional. Ich glaube, der soll echt sein. Oh, wie schön. Haha. Ich habe mich keinen einzigen Tag in der Schule wohl gefühlt. Weder Grundschule noch Realschule. Ich bin mir zu 100% sicher, dass ich mich auf DBBS auch nicht wohlfühlen werde. Noch nie, nicht einen Tag? Wieso? Wieso das denn? Das ist aber eine verdammt lange Zeit, dass du dich nicht wohl gefühlt hast. Was ist da denn passiert? Angst hatte ich vor der Schule wegen den Mobbern und Drucks hat mein Kindergarten. Zieht sich das schon, kann dir später mehr erzählen, wenn du willst. Okay, kannst du gerne machen, ja? Wenn du möchtest. Das ist,
Ui. Gut, Mobber kann ich verstehen, ne? Das ist eh immer scheiße. Schule ist eine harte Zeit. Also, was da alles rumrennt, ne? An Charakterzeug, ne? An Leuten, an Menschen. Das ist halt schon krass. Ja. Kann schon. Ja. Hart sein. Der Druck auch. Druck verstehe ich auch vollkommen. Und auch Schule wird immer. Man kriegt sie auch mit. Die Schüler stehen immer mehr unter Druck. Was Noten und all so ein Scheiß angeht, mit Lernmaterial, bla bla. Die sind echt. Ist so viele Schüler sind ernsthaft psychisch down. Weil da so ein hoher Druck herrscht mittlerweile einfach. Das ist eigentlich furchtbar. Schulsystem ist. Das mal abzukürzen, unser Schulsystem ist eigentlich scheiße. Muss überholt werden. Ja, das ist ein komplexes, großes Thema. Aber das ist so meine Meinung. Das ist, so wie, das ist einfach nicht gut. Auch mit den Noten. Quasi das Notensystem. Klar, irgendwas muss ja da sein, aber was letztendlich, sagen eh Noten eigentlich kaum bis nichts aus. Am Ende der Schule dann so. Ja, das ist schon. Schule ist viel Druck. Kann sehr viel Druck sein. Ja, ja. Mal sehen, wie viele Honigtöpfe du hast. Nicht genug, glaube ich. 5 fehlen mir noch. Oh. Entschuldigung, ich wollte die Stimmung nicht runterziehen. Ach, was? Ist doch kein Problem. Hast du nicht. Alles gut. Geh zurück und versuche, ja. Aber das tut mir natürlich sehr leid zu hören. Das ist sehr schade. Hast du wirklich, seit Kindergarten, quasi, hast du gemeint, oder was? Das ist halt, das ist krass. Das ist halt, das ist wirklich schade, das ist schrecklich. Ja, dann ist es auch nachvollziehbar, dass du dich natürlich da, Sorge hast, dass das jetzt wieder so wird. Scheiße. Wenn du es ja nicht anders quasi kennst, sag ich mal. Dann wünsche ich dir natürlich. Hä? Umso mehr, dass du endlich mal eine schöne quasi Schulzeit oder so halt hast, ne? Quasi. Wird mal Zeit. Dann finde ich es aber. What the fuck, wieso? Ich war auf der Schildkröte, du Fuß! Finde ich es aber umso toller, dass du trotzdem so eine schöne, lebensfrohe Person bist, ja. Und so eine lustige, tolle Person. Das kann doch nicht sein. Da wird es doch genug Leute geben, die dich auf jeden Fall fett zu schätzen wissen. Mindestens wir. Wir lieben dich, Lia. Das weißt du. Ach. Ich habe das Gefühl, das kann schon werden. Jetzt müssen wir erstmal die Honigtöpfe finden, ne? Wo sind die denn nur? Der haut mich auch immer zurück hier. Das Level ist so ein bisschen... Zurückzugehen ist ein bisschen bescheuert. 5 Stück. Verflucht. Mathe war ich voll gut. Ich habe in Mathe bei der Klasse höher im Stoff mitgemacht. Somit hatte ich in der 9. Klasse den Stoff 2-mal gemacht. So war das für mich noch viel einfacher. So habe ich sowieso fast nur 1 geschrieben. Hast du mir das nicht sogar schon mal erzählt? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, krass auf jeden Fall, ne? Ha. Nee, wie gesagt. Deutsch war ich halt ziemlich gut, ja. Aber insgesamt eigentlich so mittelding. Wo sind die restlichen Honigtöpfe? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ups. Ja, Wahnsinn. Nein, bring mich nicht zurück. Oh Gott. Oh, ich war doch schon auf der Kröte. Ah. Scheiße. Ups. Aber wie findet ihr das Level? Also ich finde das so schön. Mit dem Schnee und so. Es ist so schön gemacht.
Oder allgemein das Spiel. Das ist doch echt süß, oder? Das ist so knuffig toll. Mir gefällt's. Ist schön. Oh, nicht so gut. Scheiße. Ich muss mehr aufpassen, Mensch. Das ist irgendwie so ein recht... Ja, man muss so auf jeden Fall leicht anspruchsvoll, auf jeden Fall. Aber so chilliges Geld für den Herr einfach auch. Nicht wieder ins Wasser! Sagt er und Rage quittete gleich. Nein, Schwan. Mann, ist ein Kack. Nein, aber ich bin doch auf der Kröte. Ach, Mann. Okay. Die Fächer, die ich am meisten mochte, beziehungsweise in denen ich am besten war, waren Geschichte, Deutsch und Englisch. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Okay. Geschichte. Mochte ich aber auch immer. Fand ich schon interessant. Wobei quasi Zweiter Weltkrieg war halt ein bisschen sehr hart, sehr oft, sehr viel Thema, ne? Aber Geschichte finde ich immer interessant. Jetzt auch noch. Quasi. Ja, und Englisch, tja, hatte ich halt leider nie. Das ist das Problem. Drum kann ich es auch quasi nicht wirklich. Ich verstehe zwar einiges, aber ich kann es halt trotzdem nicht. Ich kann es selber nicht sprechen und auch nicht schreiben, quasi. Aber wenigstens verstehe ich schon vieles. Oh mein Gott. Kann ich jetzt darüber? Oh, du. Heilige Makrele, aber war ich da nicht schon drin? Aber das ist eine Tigerhöhle, aber Honigtöpfe. Wenn ich jetzt da runterspringen. Ja, moin! Ah, alles klar. Da ist der Schirm wenigstens. Okay. Verdammt. Ui, oh Scheiße. Ups. Oh, aha. Aha. Was haben wir da? Da habt ihr euch versteckt. Ihr süßen kleinen Honigtöpfchen. Nom nom. Wie viel Leben habe ich noch? 2. Aber das kürze ich halt einfach ab. Dann mache ich einfach so. Und bin oben am Checkpoint, habe ich gehört. Und habe trotzdem meine Honigtöpfe. Und habe das Level beendet und habe meine 3 Leben wieder. Gewusst wie? Mit Mathe kann ich jetzt anfangen. Habe Dyskalkulie. Dyskalkulie. Okay. Ich habe dieses Wort noch nie gehört. Aber ich, ja, Dyskalkulie halt, ne? Das Wort erklärt sich halt schon. Ich verstehe es. Mindestens. Ich hab das sicher, das Wort habe ich noch nie gehört. Hm. War schlecht, dass es Fach war. Sozialkunde. Ha. Tigger, die Hexe und der Kleiderschrank. Ist das schon das letzte Level? Hm. Wo sind wir? Tigger, mein Freund. Nimm dich im Wald vor Elefanten und Wieseln in Acht. Die können einen schwer zu schaffen machen. Herr Verdumms und Wusel, sagst du? Ja. Du kannst jedoch immer versuchen, auf ihre Rücken zu springen. Wenn du es sonst nicht schaffst, ans Ziel zu kommen. Hefferlumps und Wusels! Aua! Scheiße, Stacheln! Da, Hefferlumps und Wusels! Die Wiesel hießen Wusel. Genau, Wusels! Oha! Hefferlumps und Wusels! Eine Eisscholle, okay.
Fledermäuschen. Und ja! 85 Honigtöpfe, alles klar. Hä? Bin ich gerade durch und durch geglitscht? Finde ich nicht so nett. Okay. Ups. Oh, Känga! Guten Morgen, Tigger, mein Lieber. Wenn du Ruhe siehst, es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Alles klar. Keine Sorge, Mrs. Känga. Ich finde den kleinen Hüpfer. Oh, den müssen wir finden. Das ist doch viel zu gefährlich hier für Ruhe. Ich habe Pubia den Schirm nicht gegeben. Ups. Das Dyskalkulie oder nicht fast chinesisch ausgeprägte Beeinträchtigung des mathematischen Denkens bzw. der Rechenfertigkeit oder ganz einfach Rechenschwäche. Ja, genau das halt quasi, Rechenschwäche. Ja, das ist halt, das ist natürlich auch schwierig dann, da überhaupt. Rechenschwäche hatte ich. Warum mochte ich? Ich mag Mathe einfach auch nicht. Warum eigentlich nicht? Hat mich das überfordert? Also eine Rechenschwäche quasi hatte ich jetzt so nie wirklich. Ich mochte es halt einfach nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war ich scheiße in Mathe. Das kann ich halt sagen. Deswegen macht ihr nichts draus, Diara. Wir sind beide scheiße, ist doch cool, oder? Da sind wir ja schon zu dritt. Hat auch kein Englisch. Das, was ich kann, habe ich von Games gelernt. Ich nicht nur von Games. So allgemein einfach. Von englischen Sachen, keine Ahnung. Ja, Spiele schon auch, klar. Aber halt auch viel, wenn man irgendwas auf Englisch gehört hat oder so. Ich habe oft habe ich einfach sehr gut aufgepasst, was die so reden. Ja, Spiele helfen einem schon, stimmt schon. Spiele helfen einem sehr, wenn du sehr gut aufpasst, was die reden und was dann im Untertitel steht. Wenn du das dann versuchst, so zu merken, so, das geht schon. Du kannst echt viel lernen daraus, aus Filmen und Spielen. Quasi immer alles mit Untertitel. Voll gut, eigentlich. Geht schon. Und auch YouTube-Videos. Ich lerne auch viel. Ja, quasi verständliches Englisch, halt zumindest, dass ich es verstehe, so quasi aus englischen Videos. Gucke ich schon auch ab und zu. Aber die sind auch meistens im Gaming-Bereich, ja moin. Und viele Wortfetzen sind ja eben in Aua mittlerweile im deutschen Gebrauch sowieso auch vorhanden. Von dem her. Sag mal, ist das eigentlich, passt das von der Lautstärke? Ja, ne? Ja, doch. Das hat sich ja nur hier so geändert. Wo sind wir? Wo sind wir? Muss mal hier aufpassen. Hier gerade. Whoopsi! Was, du bist nicht heiße? Ja, doch, in Mathe. Ich habe nicht gesagt, dass ich komplett scheiße bin. Das sehe ich alle. Ich habe gemeint, dass wir halt beide dann doof in Mathe sind. So, weißt du? Mein Englisch war schon immer recht gut. In der dritten Klasse konnte ich das Alphabet vor- und rückwärts aussagen. Ich wusste schon viele Sätze. Da beneide ich dich ein bisschen. Also es ist halt echt ein bisschen dumm, wenn man kein Englisch kann. Das merkt man halt immer wieder. Gerade wenn man einfach auch größere Sachen fordert oder so. Keine Ahnung. Das ist schon so ein bisschen blöd eigentlich. Aber Lust tatsächlich habe ich auch nicht, mir das wirklich quasi professionell beibringen zu lassen. Also quasi auch in der Englischschule oder so. Habe ich auch keinen Bock jetzt. Geht schon. Ziemlich gefährliche Ouch-Gegend.
Das war zu hoch. Mein Schwanz bringt mich einfach viel zu schnell nach oben. Und viel zu weit. Au, Heffalum. Ich muss mehr flattern. Ich muss viel mehr flattern. Lauf, lauf, lauf. Okay. So? Was ist eigentlich... Ist da kein Loch? Oh, da ist doch... Ne? Okay. Mhm. So, zack. Wow, 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 wow. Hui. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt müssen wir einfach nur... Einfach nur den Heffalump hier nehmen. Und dann rüberflattern. Und wir haben es geschafft. 85. Das ist ja der Wahnsinn. Da muss es ja irgendwo einen Geheimgang geben oder so. Hm. Aua, das war kein Geheimgang. Au, 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 au. Heffalump? Ja, verdammt. Besser. Hm. Finde ich auch schön gemacht, dass man hier echt ein bisschen rumgucken muss. Die ersten 2-3 Level, das geht so. Da kriegst du die Honigtöpfe einfach so. Aber später, da musst du dich ein bisschen umschauen. Das ist schön gemacht. Aua, verdammt. Oh, oh. Flattern. Oh, Lul, ich hab sie besiegt. Zum ersten Mal habe ich den Gegner besiegt hier. Nach links. Der hat mich reingelegt. Der hat mich reingelegt. Da war ja gar nichts. Aua. Verdammte Angst. Ich schaue Filme sehr oft in Originalsprache mit deutschen Untertiteln an, da habe ich mein Englisch auch her. Und warum hast... Okay. Aber hast Probleme mit Untertiteln? Du magst Untertitel in Spielen aber nicht. Warum magst du es dann in Spielen nicht original? Warum stört es dich da? Das ist interessant. Leute, Anime. Originalsprache? Oder Englisch oder Deutsch? Oder je nach Anime. Haut mal raus. Das ist auch interessant. Oh, verflixt! Zum Beispiel Naruto geht einfach so gut wie gar nicht auf Deutsch. Das muss original sein. Oder zum Beispiel auch JRPGs. Spielt ihr die in Deutsch, falls vorhanden? Oder Japanisch? Stellt ihr asiatische Spiele immer auf Japanisch ein? Wie macht ihr das? Ich nämlich schon. Sehr, sehr gerne. Dass das einfach quasi auch original ist. Mache ich sehr, sehr gerne. Es muss einfach sein, keine Ahnung. Gewisse japanische Spiele müssen einfach auf Japanisch sein. Das muss einfach sein. Für mich. Wow, wow, oh! Was haben wir denn da? Puhbär! Hallo? Ist da irgendjemand, der mir helfen kann? Bitte. Ich werde dich retten. Digga, sind die Retten, sind im Retten noch die allerbesten. Gerettet. Hab Puma gerettet. Sehr schön. Mensch, wie bist du denn da hingekommen? Machst du denn? Wow, hell. Hui. Aber mussten wir dich eigentlich rufen? Nein. Ups, verdammte Axt. Ich mag Sprachen allgemein sehr. Will mir noch beibringen. Im Moment lerne ich ja, DGS.
Dingenskirchen. Genau. Ne? Hier. Ja, Sprachen sind auch was Spannendes. Ich würde echt gerne eigentlich Japanisch immer noch lernen. Das ist so. Klar, ne? Ich will nicht Englisch lernen, aber Japanisch. Genau. Oh Gott, ich bin so ungeduldig. Moment. Hiya! Danke. Nein, doch nicht jetzt schon! Nicht jetzt! Ich. Einfach warten. Einfach warten. Einfach warten. Einfach warten. Warten, warten. Puh, das war knapp. Da müssen wir wohl nochmal. Und Schwanzsprung! Sehr schön. Hallo? Ah! Herr Wiesel! Ach nö. Genau, deutsche Gebärdensprache, genau, danke. Ja. DGS, deutsche Gebärdensprache. Das ist sowieso auch sehr spannende Sache. Finde ich echt cool, dass du das lernst. Das ist echt cool. Das ist verdammt spannend. Hops. Hops. Hey. Hopsi, Popsi. So. Jetzt sind wir wieder hier. Haben wir auch oben. Nicht scheiße. Jupp. Hä? Wieso fällst du denn jetzt runter? Tega! What are you doing? Hä? Diese! Oh Gott. Nein. Hm. Ja! Gut. Sind wir wieder hier. Vorsicht, da ist ein Wusel. Da ist ein Wusel. Wusel, Wusel, Wusel! Boah, das war eng. Blöder Wusel, du. Boah, noch ein Wusel. Ich habe ihn kaputt gewuselt. Hm. Oh, wir sind aus der Höhle raus. Zum Glück. Oh nö. Bitte sag mir nicht. Okay, es geht noch weiter. Es geht nicht weiter. Nein! Wo denn? Vier Stück? Oh, oh. Oh je. Hm. Oh je. Wo sind die letzten Honigtöpfchen? Jetzt bin ich eh wieder fast tot. Scheiße, was ist passiert? Nein, 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 warte, ich habe eine Idee. Beziehungsweise, vielleicht... Ja? Okay, da ist ein Bild. Haja! So, nein. Wo könnten die sein? Nein, nein, Tigger. Oh, sprunghafter Kerl, du. Genau, hier ist das. Natürlich hat Pubert den Weg hier. Natürlich war das ein geheimer Weg. Ich dachte, es wäre fast. Ja. Na, also, dann hätten wir da die restlichen. Er steckte da nicht nur fest, sondern er steckte da so richtig in dem Geheimgang fest. Schöne Kristallhöhle. Wunderschön. So, nichts wie weg. Okay, mit der Zeit gewöhnt man sich an die Quali. Wenn ich dann aber nach dem Stream wieder YouTube schaue, habe ich dann einen Quali-Brain-Flash. Ja, auf jeden Fall. Ach, das geht schon, oder? Ist jetzt auch nicht die schlechteste Quali. Es ist halt die Nintendo 64, ne? Das ist halt mal eine alte Qualität.
Aber schön ist das Spiel dennoch, oder? Ich finde das toll. Ist halt jetzt mal was ganz anderes. Ich glaube, das wird auch wieder vor der Flash, wenn wir dann plötzlich zu Bioshock wieder gehen. Hä? Oder so. Ja. Aber ich hab mich sofort dran gewöhnt eigentlich, lustigerweise. Ich kann das. Ich kann das gut. Ich liebe Retro-Grafik und so. Retro-Spiele, da kann mich sehr schnell dran gewöhnen. Verdammt, nein, Tigger! Aha! Dein Schwanz! Nutze ihn, weise! Haha! Und, so, danke. Verfl. Gut. Nein! Nein! Wieso tun sie... Okay, nichts gesagt. Wir sind oben. Ha, ja! Ja. Eigentlich könnten wir abkürzen direkt jetzt, oder? Okay, wir haben abgekürzt. Sehr gut. Muss ich den ganzen Kack da nicht wieder zurückhüpfen? Ich hab's geschafft, Eule! Hier sind deine Honigtöpfe! Mensch, Kinders, 95. Wir haben es geschafft. Dum di dum di dum di dum di dum. Die Mütze ist so toll. So. Wiedersehen! Nichts wie raus hier. Schreckliche Gegend. Aha, da ist ja doch noch was. Ah, das ist wohl Papierschere Eule. Klar, wer kennt das nicht? Papierschere Eule. Hm, okay. Jetzt bin ich immer gespannt. Nochmal, Tigger! Hops! Sehr gut. Ich nehme Brunnen. Hallo, Eule. Hast du vielleicht einen Tipp? Wo ich noch mehr Honigtöpfe für Pubias Party herkriegen kann? Natürlich, natürlich. Aber zuerst würde ich zu gerne ein Spiel spielen. Etwas Tee? Oh, Tee. Ja, ein Tee wäre nicht schlecht. Was denn für ein Tee? Was ist das denn hier? Ist das jetzt... Das ist random, oder? Verflucht. Ist das jetzt nicht einfach Glück? Jetzt habe ich nichts gedrückt, okay. Aber ich habe gewonnen. Haha. Okay, 1-1. Papier. Hoffentlich. Oh oh, sieht nach Schere aus. Verdammt. Mein Papier ist zerschnitten. Oder kann man das gewinnen? Kann man das sehen, was Eule nimmt? Quasi? Ach, verdammt. Ich hasse diese Striche in den Pfeilen, die irritieren mich. Mach doch einfach nur die C-Knöpfe. Warum auch immer mich die so irritieren, aber sie irritieren mich. Ich habe jetzt oben gedrückt statt unten. Das ist so dumm. Da hab ich dich. Oh, ein lila Papier. Die Hintergründe sind so schön. Alles so schön gezeichnet und so, keine Ahnung. Das ist echt ein schönes Spiel. Richtig schön eingefangen. Das Winnie Pooh Universum. Ja, das sieht nach Doppelstein aus. Haha, steinhart. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Ich nehme immer Stein jetzt. Stein gewinnt immer. Siehst du, sag ich doch. Baff. Da bist du platt. Gleichstand. Jetzt wird's eng. Ich nehme wieder den Stein. Yes! Ich sag doch, Stein gewinnt immer. Hey, hab dich, Eule. Sehr gut. Ausgezeichnet gut gemacht. Sahne oder Zucker in den Tee? Sahne im Tee? Oh, da fällt mir ein, die Party. Ich denke, wir sollten Christopher Robin bitten, uns zu helfen. Ach, Christopher Robin, den gab's ja auch noch, genau, den Jungen. Hallo. Hallo, Tigger. Hallo, Christopher Robin. Pubia will eine riesige Party für all seine Freunde geben. Aber er hatte nicht genug Honigtöpfe.
Ich habe ihm geholfen, mehr Töpfe zu sammeln. Aber die hat er schon alle verputzt. Und jetzt haben wir keine mehr für die Party. Keine Angst, Tigger. Ich weiß, wie wir dem dummen alten Bären helfen. Wir machen ihn für die Party was Leckeres zu essen. War zum Beispiel riesiges... Hallo? Riesige Torte mit Zuckerguss. Wir feiern diese Party zu Ehren von Winnie Pooh für seine tolle Idee und zu Ehren von Tigger, ohne den es die Party nicht gäbe. Gut gemacht, Tigger. Yay! Tada! Und das war's wohl schon. Schon haben wir das Spiel durchgespielt. Yay! Das war's auch schon. Das war Pubias. Das war hier, Tiggers Honigjagd. Schön. Ich glaube, du brauchst keinen weiteren Stream für das Spiel, oder? Nein? Ich wusste ja, dass es kurz geht. Ich wusste, dass es so um die 2 Stunden gehen wird. Ja, was auch passiert ist. Ein bisschen unter 2 Stunden. Jetzt noch die Zeitangriffe. Nee, du, echt nicht. Aber das war... Das war schon mal das Abenteuer. Hui, puff. Ich mag keine Zeitsachen. So Zeitangriffe quasi. So auch wie bei Crash gibt's das ja auch und so. Ich mag das eher weniger, gerade auch bei Jump'n'Runs. Das ist nie so mein Ding. Aber wir können ja mal im Fotoalbum schauen, was die liebe Dark da so gesammelt hat. Und ich quasi auch, aber ich glaube, das war halt schon alles gesammelt quasi. Sind das die Bilder? Ah, oh, schön, guck mal. Ah, da fehlen ja wirklich welche. 0. Aha, okay. Ach, schön. Da fehlen welche. Komisch, aber ich habe doch jetzt auch noch welche gesammelt und so. Hä, haben wir jetzt dieselben gesammelt? Oder hätte ich speichern müssen? Ich verstehe es gerade nicht. Ist IA als Tigger verkleidet? Was ist das? Aber du hast nicht gespeichert. Ist es das, ja? Oh nein. Oh nein. Oh nein, dann hätte ich ja wirklich speichern können, was? Entschuldigung. Scheiße, verdammt. Dann hättest du jetzt also mehr Bilder gehabt. Nein, ich dachte, weil immer Ruhe auf dem Bild zu sehen war, dachte ich halt, die hast du schon alle. Verdammt. Ja gut. Das war's mal wieder komplett, wa? Okay, ich dachte halt immer, es sei dann schon ein Motiv auf dem Bild, wenn man es noch nicht hat. Verdammt. Jetzt habe ich halt nicht gespeichert, ne? Tja, das, tja! Hätte ich das mal gemacht, wa? Naja, okay. Was soll's. Das war's dann wohl. Oh, nein, da bin ich ja. Da bin ich noch. Hey, da bin ich ja. Guck mal, da bin ich. Komm, ich speichere jetzt, oder? Ist das okay? Klar, okay. Speichern. Ah, oh. Oh, oh, es gibt schon Spielstände, 4 Stück sogar. Kann ich im Sommer... Ich würde im Sommer speichern. Herbst? Hab gerade überlegt, Sommer oder Herbst? Oder Sommer. Aber was, ich nehme den Herbst, ja? Beide 8%, ich nehme den Herbst. Speichere, sichere, speichern erfolgreich. Okay. Zurück zum Menü. Ja. Aber hey, müsste dann nicht trotzdem mehr im Fotoalbum sein? Ich bin verwirrt. Hä? Hä? Das verstehe ich nicht. Oh. Hä? Okay. Oder? Naja, auf jeden Fall. Keine Ahnung, jetzt haben wir da gespeichert, ja. Aber das fehlt, da fehlen halt, hä? Da fehlen halt immer noch voll viele Bilder. Verstehe ich jetzt nicht.
Das ist so manch Kindheit. Ja, dieses vom Puh. Das ist so süß. Oh Mann. Allgemein, so wie die Puh, ist es gerade so hart Kindheit. Da kriege ja sogar ich einfach Nostalgie-Flashbacks. Ja, ich habe das Spiel natürlich nie gespielt, aber die Serie kenne ich halt. Es ist wunderschön einfach gerade, ich weiß nicht. Ich jetzt Spiel Laden mache? Nein, in den Herbst, guck. Schau mal, ich habe 55% geschafft. Hat aber jemand. Du hast 64. Ja, das hier. Hey, aber 55, yay. Okay, immerhin. Na gut. So viel dazu. Das war jetzt trotzdem das Spiel. Zurück zur Karte. Nö, ich wollte eigentlich zum Hauptmenü. Egal. Na dann. 64. Warte, 64%. N64, alles klar. Sehr gut. Das war Tiggers Honigjagd. Tiggers Abenteuer. Hier auf der Nintendo 64. Das war jetzt unser erstes kleines Nintendo 64-Projekt. So ein kleiner Ausflug. Kann man so ein bisschen auch als Testding sehen. Hat ja gut funktioniert, aber nicht mit dieser einen Einstellung. Wenn wir also N64 capturen, dann wahrscheinlich so, wie wir es jetzt getan haben. Ne? Wo ich das ja währenddessen kurz gewechselt habe. Weiß ich auch Bescheid. Auch ganz interessant. Funktioniert ganz gut. Schöne Sache. Dark, nochmal vielen lieben Dank. Ganz großes Dankeschön, dass du mir das ausgeliehen hast. Wirklich ganz, ganz großes Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Und ja, dementsprechend kriegst du es natürlich bald wieder zurück. Vielleicht werden wir uns wieder sehen oder so. Ja, Dankeschön auf jeden Fall dafür. Hat echt viel Spaß gemacht. War ein schönes kleines Abenteuerchen. Ich mag das. Ja. Genau. Dann sehen wir uns einfach beim nächsten Projekt wieder. Irgendwo. Und es wird natürlich in der Zukunft mehr Nintendo 64 geben. Selbstverständlich. Vor allem auch Super Mario 64 zu 100%. Was für mich das erste Mal, ja. Das wird lustig. Ja, das war's. Tschüss.